Eckenberger Schlosskonzerte gibt es seit, glaube ich, fast 45 Jahren. Und jetzt ist es eben so, dass wir eine Änderung vorhaben von einer wöchentlichen Sommerserie, die seinerzeit einmal dazu ins Leben gerufen wurde, das Grazer Sommerloch, das Künstlerische, zu füllen. Jetzt wollen wir wirklich ein sehr spannendes, verdichtetes, sehr kompaktes Festival an 5 hintereinander folgenden Tagen machen, nämlich vom 3. bis zum 7. September 2015 mit einer fantastischen Künstler- und Künstlerinnen-Riege. Die Eckenberger Schlosskonzerte waren und sind ein Kammermusikjuwel des öffentlich-rechtlichen ORF. Mit dieser Übergabe sozusagen an die beiden Organisationen, Veranstaltung und musikalische, künstlerische Leitung, ist uns, glaube ich, ein hervorragender Schritt gelungen, um dieses Musikfestival in eine gute, erfolgreiche Zukunft zu führen, auf diesem Qualitätsniveau, das wir uns immer zum Ziel gesetzt haben für diese Konzerte. Wir verfolgen ein Artists in Residence Prinzip, das heißt, man lernt sich besser kennen, Künstlerinnen und Künstler sind vor Ort für eine ganze Woche oder länger, musizieren miteinander, verbringen viel Zeit miteinander, erarbeiten Werke miteinander und werden gewissermaßen zu einer künstlerischen Familie. Markus Schirmer ist nicht nur ein großartiger Pianist, sondern auch ein großartiger Genießer, behaupte ich einmal. Er ist ein großer Fan der Steirerwirtküche. Und wir freuen uns, dass wir in diesem Rahmen jetzt in der Landeshauptstadt am 7. September auch ein kulinarisches Gastspiel geben dürfen. Wir werden versuchen, mit dem Thema Küche und auch mit den Weinen regional auch ein bisschen Steiermark zu transportieren, steirische Lebensmittel, aber vielleicht auch neu interpretiert. Das erste Festival, wir haben so einen Arbeitstitel, das heißt Chapeau, das heißt, wir ziehen den Hut vor großer Kunst vielleicht oder auch guten Künstlern. Frankreich zieht sich 2015 bei unserem Festival A Sonore wie ein roter Faden irgendwie über den ganzen Zeitraum. Wir spielen Musik französischer Komponisten, wir spielen Musik von Nicht-Franzosen, die aber in Frankreich entstanden ist oder die von Frankreich inspiriert wurde. Warum Frankreich? Ich kann es Ihnen gar nicht genau sagen. Es war nur so, wir sind zusammengesessen im Anschluss an unseren Abend letztens in Eckenberger und gesagt, es ist so herrlich gewesen, Messiaen zu spielen und auch Debussy zu spielen. Es gibt so wunderbare Kammermusik in Frankreich. Lasst uns da weitermachen. Was mich auch sehr freut, ist, dass wir dass Studenten dieser Kunsthochschule auch die Möglichkeit haben, mit den internationalen Künstlern gemeinsam zu musizieren. Und das war eigentlich der Grund, warum wir, die Hypo Steiermark, sofort eigentlich, wie Markus Schirmer auf uns zugekommen ist, sehr schnell zugesagt haben, das Festival zu unterstützen. Zuerst ist es ganz neue Erfahrung für mich, Kammermusik so auf der großen Bühne zu spielen. Und ja, natürlich neue Kontakte, interessante Leute kennenzulernen. Wo ich mich erinnere, wo ich jung war, ich habe das wahnsinnig genossen, eben mit anderen Kammermusikern, die ein bisschen älter waren als ich, zusammen zu musizieren. Jetzt bin ich ein bisschen älter, vielleicht kann ich Jüngeren auch ein bisschen was mitgeben und meine Kollegen auch. Ich freue mich darauf, dass es im September stattfinden wird. Und ich bin davon überzeugt, dass mit dem entsprechenden Auftritt und auch mit der Qualität aller handelnden Personen ein großartiges Festival stattfinden wird. Und die Musik ist etwas, was im Herzen der Österreicher und auch der Steirer immer schwingt. Und so gesehen passt es sehr gut dazu. Musik.